Weißt du was, ist mir eigentlich auch scheißegal. Sollte es mir auf jeden Fall sein. Aber dein Verhalten war falsch und dass du es nicht einsiehst, kotzt mich schon wieder an. Du stehst auf sie. Oh Baby, du, Steffen. Neuigkeiten für uns? Leider nein. Es gibt keine neue Spur. Aber wir nehmen die Sache hier ernst. Ja. Okay. Chiara, Frage. Du hast ja Valentina zuletzt gesehen. Ist dir irgendwas aufgefallen? Hat sie sich irgendwie komisch verhalten? Gibt es irgendeinen Bezug zu diesen Männern? Kannst du mir da irgendwas sagen? Eigentlich nicht. Also es waren halt einfach irgendwelche Typen, die uns angesprochen haben. Und sie war halt dabei, mit denen was zu trinken. Und ich hatte halt keinen Bock drauf. Also bin ich nicht mitgegangen. Und also Gemeinsamkeit, die haben Spanisch gesprochen. Und ich weiß halt nicht, ob Lateinamerika oder... Tierstudios gleich. Ja, okay. Ja. Sonst noch irgendwas? Nein. Wie Haare, alles. Alles, was weiterhelfen kann. Wir haben doch die Aufnahmen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Richtig. Wir würden sonst ganz gern einen Blick auf Ihre Sachen werfen. Ja, ja, wir teilen uns ein Zimmer. Zimmer, ja? Ja. Okay. Oh, fuck. Und ich habe Valentina diesen Entführern quasi zum Fraß vorgeworfen. Und das einfach nur, weil ich keinen Bock auf sie hatte. Und weil ich Malte und die anderen für mich haben wollte. Warum muss ich nur so scheiß egoistisch sein? Okay, Rick, danke. Ja, dann komme ich heute nicht. Gut. Tschüss. Ja? Kann ich? Klar. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir das sagst, was du der Polizei nicht sagen wolltest. Was? Warum ist Valentina da mit den Typen mitgegangen? Keine Ahnung. Chiara, sprich doch einfach, bitte. Ich kann dir dasselbe erzählen, was ich Karl auch erzählt habe. Dann erzähl mir die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Was weiß ich, wieso sie da mitgeht? Und was steckt da noch dahinter? Du hast schon mit ihr alleine gesprochen, hä? Okay, und? Na, was ist los? Was, und ich hab ihr gesagt, lass dich entführen? Nein, aber was ich weiß, ist, dass du sie nicht magst. Das hast du klar und deutlich gezeigt. Ach so, ja, genau. Und dann sorge ich dafür, dass sie entführt wird. Ja, weil ich auch so viel Macht habe. Jetzt machst du mich aber gerade zur Irren, wirklich. Okay, ja, vielleicht habe ich ihr empfohlen, hier Leute kennenzulernen in Berlin. Und zu sagen, komm, geh doch was trinken. Warum denn nicht? Weil beim Feiern gehen lernt man Leute kennen. Und dann lässt du ein Mädchen, was alleine hier in Berlin ist, ganz neu, alleine, mit irgendwelchen Jungs mitlaufen? Das macht kein Mädchen. Das macht doch keine Freundin. Oder würdest du es mit Amelie tun? Hä? Das kannst du doch nicht vergleichen. Dann sag jetzt, was los ist. Ich habe auch neue Leute kennengelernt, als ich hier war. Ja, ich habe ihr gesagt, geh mit. Weil ich auch einfach mal mit meinen Freunden wieder alleine sein wollte. Weil sie einfach die ganze Zeit im Mittelpunkt steht. Und das für mich... Scheiße ist? Aber ich konnte nicht wissen, dass die sie entführen, Mann. Das war nicht meine Absicht, Malte. So mies habe ich es nicht gemeint. Dann dreht sich's einmal nicht um dich. Und dann machst du so einen Scheiß. Ich sag dir eine Sache nur. Überleg dir mal, wie du dich fühlst, wenn sie nicht mehr wiederkommt. Und was du den anderen damit antust. Hi. Hi. Meinst du, die Polizei hat schon auch eine neue Spur? Bist du mir das dann nicht? Diese ganze Geschichte ist einfach so scheiße gelaufen, wirklich. Du hast dich vorhin mit Malte gestritten, oder? Also ich habe nicht Wort für Wort alles gehört, aber ich konnte euch hören. So, ja. Bisschen lauter halt. Er hat mir Vorwürfe gemacht und mir die Schuld dafür gegeben, dass Valentina jetzt weg ist. Hast du sie entführt? Fast. Was sollst du damit zu tun haben? Ich habe ihr gesagt, sie soll, weil ich wollte mit euch alleine sein. Also habe ich ihr gedroht und habe ihr gesagt, sie soll sich fernhalten. Mann, ja, das ist uncool gewesen. So habe ich das Malte auch nicht erzählt, aber... Solltest auch nicht. Dir erzähle ich das jetzt, wenn du meine Freundin bist. Okay, einem Menschen zu drohen, ist halt natürlich nicht geil, aber wenn die wirklich
wenn die es auf Valentina abgesehen haben, hätten sie sie auch schnappen können, wenn sie, keine Ahnung, pissen geht oder sowas. Also klingt zwar scheiße, aber wenn sie sie wirklich wollten, dann... Aber ich hab's denen halt leichter gemacht. Und wieder aus egoistischen Gründen einfach, weil... Ich find's egoistisch von Malte, dass er dir jetzt Vorwürfe macht. Aber es tut dir richtig weh, ne? Was, wenn er jetzt nie wieder mit mir redet? Chiara, er wird nicht nie wieder mit dir reden, aber die Situation ist halt gerade einfach... Wenn er mich jetzt hasst oder so, das ist scheiße. Und ich hatte gar keine Gelegenheit, ihm irgendwie zu sagen, dass ich das aus Eifersucht gemacht habe und weil ich irgendwie noch Gefühle für ihn habe. Also warst du wieder nicht ehrlich. Mann, du musst ihm das endlich sagen. Aber wann denn? Es ist doch ein super scheiß Zeitpunkt. Solange Valentina nicht wieder da ist und Heile irgendwie hergekommen ist. Aber vielleicht könnte er dich dann auch ein bisschen besser verstehen. Weil wie oft hat er Scheiße gebaut, weil er einfach so emotional drauf war? Ja, das stimmt. Also ich weiß auch nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, aber ich finde, du solltest echt mal Klartext mit ihm reden. Okay, aber erst wenn sie wieder da ist. Heile. Dann hoffentlich passiert das, also hoffentlich passiert das sowieso schnell, aber... Ist in der Spülmaschine noch irgendwas drin? Hm. Ich räume sie für dich aus. Danke. Weiß einer von euch, wo die passenden Dings? Da drinnen, wenn nicht, sind sie weg. Willst du mitkochen? Chiara hat sich gedacht, das ist vielleicht ganz cool, weil alle haben ihren Kopf gerade sowieso. Deswegen wollten wir uns heute ums Armbrot kümmern, dass sich alle irgendwie ein bisschen entspannen können und... Kochen ist mein Job. Ich bin mal froh, wenn ich keine Zwiebeln sehe. Ja, aber gerade deswegen könnten wir dich hier gebrauchen. Nein, ich möchte auch nicht hier sein. Ich will einfach, okay? Malte, hör auf, mir die Schuld dafür zu geben, dass Valentina weg ist. Das war nicht meine Absicht, okay? Und ich habe sie auch nicht entführt. Mach mich dafür nicht verantwortlich. Und hör auf, mich zu behandeln wie eine Aussätzige, Mann. Ich ignoriere dich einfach nur. Problem damit? Ja, natürlich habe ich ein Problem damit. Was? Was, was? Was soll ich denn jetzt sagen? Hey, alles gut? Nichts passiert? Alles super? Oh, Chiara, du bist überhaupt nicht dran schuld. Du hast nicht mal, du warst nicht mal dabei. Ist doch nicht schlimm. Hey, alles gut, lass uns an den See gehen. Ein bisschen beispielen. Das ist unfair, was du machst. Was ist daran unfair? Es ist die Wahrheit. Es ist nicht ihre Schuld, verdammte Scheiße. Ah, und woran lag es dann? Keine Ahnung, aber ich war das nicht. Worüber müssen wir denn noch reden? Soll ich jetzt sonst irgendwas machen? Willst du was anderes trinken? Willst du einen Tee haben oder so? Nein, alles Cola gut. Für den Kreislauf? Danke, nein. Wir können auch wann anders drüber reden. Nein, ich kann reden. Ja. Dann, ja, komm mal raus. Ich war in der Lagerhalle mit ganz vielen Kartons und die haben mich betäubt. Dann war ich da in diesem Büro gefesselt. Und konnte mich von diesen Fesseln lösen und die Tür war auf und bin einfach nur gerannt. Mich hat keiner gesehen und dann war ich da draus. Weißt du, wo diese Lagerhalle war? Also als du dann rausgerannt bist, kannst du dich an irgendwelche bestimmten
Ja gut, Gebäude ist Schwachsinn. Aber in welchem Bezirk das war, oder? Oder U-Bahn-Station. Ja. Nein. Nein, ich bin da wirklich einfach nur raus und gerannt. Ich bin so lange gerannt, bis ich was wiedererkannt habe. Und dann war ich hier. Wasser in der Nähe oder sowas? Nichts, nein. Ja, okay. Okay, die Typen vor Ort, haben die mit dir geredet oder was? Nein. Haben die miteinander gar geredet? Nicht. Haben die irgendwas gesagt? Nicht wirklich, nein. Also, doch, die haben meinen Namen genannt. Die haben mich Señorita Lopez genannt. Woher wussten die wieder? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich hab's dir nämlich nicht gesagt. Um ins Matrix reinzukommen, müssen wir ja mal Ausweis zeigen. Den hattest du ja bei. Ja, stimmt. Vielleicht haben sie da einfach raufgeguckt. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Ich hatte ihn in meiner Hosentasche, aber ich glaube nicht, dass die da rangegangen sind. Woher wissen die meinen Namen? Okay, warte mal. Bevor wir jetzt hier weiterhin Polizei spielen, ich rufe erstmal Carla an. Ja, dann wird die wahrscheinlich herkommen und wird wissen, was denn zu tun ist. Musst du zum Arzt? Nein. Alles gut. Muss ich nicht. Pass auf, ich will, dass du dich hier sicher fühlst, okay? Mike wird in 0, nichts hier sein, wenn du ihn anrufst. Er ist immer da und er wird auch immer hinter dir stehen. Und ich auch, okay? Ja. Brauchst du irgendwas? Nein, es geht schon. Zu essen oder so? Nein, alles gut. Es geht. Kannst dich sonst auch... Es ist okay. Ja. Also ich weiß nicht, wie du es entschuldigen willst, aber ich hoffe für dich, dass es dann wenigstens ernst gemeint ist. Wofür soll ich mich denn jetzt entschuldigen? Dass du diese Männer, dass du Valentina in die Arme dieser Männer getrieben hast. Okay, das mag vielleicht sein. Aber trotzdem bin ich nicht diejenige, die sie entführt hat oder irgendwie irgendeine böse Absicht hatte, okay? Malte, ich sag dir jetzt mal ernsthaft was. Sei bitte nicht wieder mal so verblendet und hör mir zu, okay? Du willst anscheinend nicht wahrhaben, dass deine Valentina nicht so unschuldig ist, wie sie tut. Woher wussten diese Männer denn ihren Nachnamen? Ich glaube, sie erzählt uns nicht alles. Die haben sie gezielt ausgepickt, ich weiß nicht warum. Aber da steckt irgendwas hinter. Was in Gottes Namen stimmt echt nicht mit dir, Mann? Warum denn mit... Dieses Mädchen ist durch die Hölle gegangen. Für was und für wen sollte sie sowas vortäuschen oder was auch immer? Für mich oder was? Was hab ich denn damit zu tun? Mach mich dafür nicht verantwortlich. Vielleicht sogar, dass wir vorhin noch miteinander geredet haben und auf den gleichen Nenner kamen. Und zwar, dass du nicht im Mittelpunkt stehst. Ach so, genau. Und deswegen gibt's hier nicht diese ganze Scheiße. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Ich weiß nicht, was bei dir gerade falsch läuft. Aber ausschlaggebend dafür, stopp, was erklär du... Erklär mir, wieso du dich auf einmal, nach allem, was wir durchhaben, warum stellst du dich gegen mich? Erklär mir das. Warum glaubst du mir nicht, wenn ich dir sage, ich habe da ein komisches Gefühl? Seit wann ist das, was andere sagen, wichtiger? Weil dich deine Gefühle des Öfteren getäuscht haben. Ich sag nur Sascha. Weißt du was, ist mir eigentlich auch scheißegal. Sollte es mir auf jeden Fall sein. Aber dein Verhalten war falsch und dass du es nicht einsiehst, kotzt mich schon wieder an. Du stehst auf sie. Du findest auch für alles irgendeinen Grund, wa? Ja, war doch klar. Es ist offensichtlich, dass er sich in Valentina verknallt hat. So eine Scheiße. Und ich habe heute noch gedacht, dass ich ihm meine Gefühle gestehen muss. Ich liebe dich doch. Und ich möchte mein Leben mit dir verbringen. Und das ist so eine schöne Liebeserklärung. Und ich habe mir schon Gedanken gemacht über den nächsten Step, dass wir... Was hältst du davon, wenn wir an den See gehen und dich ein bisschen ablenken? Ja? Was ist los? Der sieht aus wie einer von den Entführern. Sicher? Ich glaube schon, ja. Warte. Was hältst du davon, wenn ich dich jetzt einfach style und wieder noch Fotos von dir mache? Lass uns mal was Natürlicheres probieren. Ja, dann machen wir statt Bronze einfach dann so ein bisschen Rouge. Ich fühle mich gerade wie bei so einer Style-Beratung. Wirklich, du hast so eine richtige Hand dafür, finde ich. Warum machst du denn damit nicht?